So, willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ich habe mir erlaubt, einen Red Away und einen Red X einzunehmen vor der Aufnahme und gerade nochmal ein Simpack zu nehmen. Wir werden noch ein Geschütz zum Terminal, oder habe ich den vom letzten Mal im Kopf? Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen hier rumgehen und gucken, was hier so abgeht noch in der Umgebung. Weil ich möchte alles erstmal an Gegnern hier klären. Wir haben ja noch ein paar Explosivprojektile und die sollten auch ganz tödlich sein. Ich denke, das ist der Beweis dafür. Ja, wollen wir erstmal gucken, was der so bei sich hat. Wobei, wir können auch einfach hier, das spart uns Laufweg. Ja, so ein paar Ghule, die petzen immer so schön auseinander. Das ist immer ganz schön anzusehen. So, wir haben jetzt hier die ganzen Geschütztürme, aber ich denke, die brauchen wir nicht irgendwie auf Rampage zu stellen, weil wir haben ja alles an Ghulen soweit ja ausgeschaltet. Sind das alles Geschütztürme? Ach, das sind Ghule oder was sind das? Das sind RNK-Soldaten. Holy Guacamole. Hallo. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja, aber was willst du mir jetzt sagen? Warten Sie kurz mal. Diesen Ort sollten Sie meiden. Die ganze Stadt ist lebensgefährlich verstrahlt. Wenn es völlig verstrahlt ist, warum sind Sie dann noch hier? Vor dem Vorfall war ich in Camp Searchlight stationiert. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Reisende von diesem Bereich fernzuhalten. Was ist passiert? Ein paar Legionäre haben sich in das Lager geschlichen und eine Art Strahlenbombe ausgelöst. Keine Ahnung, woher sie die hatten, aber sie war verdammt effektiv. Die meisten starben, der Rest wurde in Ghule verwandelt. Wie haben Sie überlebt? Ich war gerade auf Patrouille. Also befand ich mich außerhalb des Lagers, als es passierte. Danach waren ein paar andere bei mir, auch einige meiner Vorgesetzten. Strahlenkrankheit und Angriffe durch die Legion haben sie einen nach dem anderen erledigt. Wie kam die Legion ins Lager? Ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht gibt es im Lager Hinweise darauf, aber ich werde da nicht reinlaufen, um es herauszufinden. Also bleibt das mal wieder an uns kleben. Andere Fragen? Na klar. Ich habe ein Legionslager am Cottonwood Cave gefunden. Die Ranger bei Echo haben diesen Ort im Auge behalten. Er ist relativ neu, aber diese Schweinehunde haben sich bereits verschanzt. Offenbar sind sie als Sklavenhändler aktiv. Dort scheint außerdem einer der Hauptübergangspunkte für Überfallkommandos der Legion zu sein. Soll ich etwas für Sie erledigen? Erkunden Sie das Lager und bringen Sie mir alle Infos über Truppenbewegungen oder künftige Überfälle. Die Ranger könnten sowas gut brauchen. Wenn Sie gut bei sowas sind, könnten Sie auch eine Wanze an Ihrem Funkgerät anbringen. Bisher konnten wir Ihre Verschlüsselung nicht knacken. Ich glaube, ich kann mich für Sie darum kümmern. Schön zu hören. Hier die Wanze, die Sie am Funkgerät anbringen müssen. Melden Sie sich wieder, wenn Sie Informationen haben oder die Wanze an Ihrem Funkgerät anbringen konnten. Okay, wohin sollte ich stattdessen gehen? Gehen Sie nach Norden, Richtung Novak. Suchen Sie nach einem großen Dinosaurier. Den können Sie nicht verfehlen. Ja, okay, da waren wir ja schon. Was ist so gefährlich an diesem Ort hier? Die Strahlung. Die gesamte Gegend ist verstrahlt und voll mit mutierten Kreaturen. Was für Kreaturen? Hauptsächlich Ghule und ein paar Red-Skorpione. Außerdem sind, glaube ich, vor einiger Zeit ein paar Geckos eingezogen. Die halten sich offenbar hauptsächlich ganz im Süden des Lagers auf. Okay. Sir? Sir. Ja, ich würde sagen, damit haben wir genug Informationen über Search Camp Light? Moment, irgendwas stimmt ja nicht. Wie hieß das Kackdorf? Weltkarte. Camp Searchlight. So, nicht Search Camp. Ja, wir wollen nochmal kurz zu den Waffenschiebern. Ihr wisst, was ich will. Oh ja. Ich brauche ein wenig neue Munition für meine neue Lieblingswaffe, mit der ich alles wegsprenge. Hallo. Ja, du weißt ganz genau, was ich will. Du nicht so. Du hast mich doch schon in deinen Verkaufsroboterbann gezogen. So, Brand und panzerbrechend. Mein Geld verschwindet. Ich sollte vielleicht auch normale mitnehmen. So, bis bald. Dann will ich erstmal mit den normalen da unten weiterarbeiten in Camp Searchlight. Die sollten ja auch ordentlich Damage rauszahlen, besonders als Schleichangriff. Wow, easy bros. So eine. Habt ihr die Stimme gerade gehört? Das müssen wir uns jetzt gleich mal zu Ende anhören. Das klang merkwürdig. Neu, vor allem. Haben wir nichts mehr zu trinken? Wir haben nichts mehr zu trinken. Das ist natürlich cool. Ja, Yucca-Bananenfrucht.
Dann essen wir ein paar davon. Das sollte reichen. Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja, okay, den Satz haben wir wiederum zu häufig gehört, aber... Gehen wir erstmal Richtung Kapelle und gucken, was da abgeht. Hier gibt es auch zwei Kapellen, sehe ich. Noch eine dritte sehe ich gerade nicht. Die haben ja alle so Schlumpfzipfel. Oh Gott, die werden von der Legion überfallen. Nur zur Warnung. Meine Fähigkeiten im... Höhnischer Halunke, obwohl sie ein wenig Gutes für die Gemeinschaft getan haben, meldet man sie allgemein für einen Halunken. Die Anliegen von Tarnbandagen sind noch etwas eingerostet. Ja, ich wollte der RNK eben helfen, weil ich habe die RNK ganz doll lieb inzwischen. Auf jeden Fall mehr als die Legion. Wir wollen mal eben die Munitionsart wechseln auf normal, damit ich nicht meine wertvolle Munition die ganze Zeit in die Gegner reinballer. Ich hoffe, die kriegen das da hinten hin. Ich will nicht, dass mein Questgeber stirbt. So, was haben wir hier? Ja, wir haben ja unzählige Geschütze und Verteidigungsterminals, aber wir brauchen das nicht umstellen. So, wo gehen wir als nächstes hin? Also, die machen es uns hier ziemlich einfach, weil alles ziemlich, nun ja, zugenagelt ist. Whatever, Redex. Da hinten fliegen Leichen durch die Luft. Ist die Frage, sollte ich jetzt wirklich in die Richtung gehen? Ich mache es gleich. Also, wenn mir die Leichen schon entgegenfliegen, kann das nur lustig werden. Erfordert Schlüssel. Das heißt, wir suchen in dem Kackdorf hier erstmal den Schlüssel für die Feuerwehr. Grundschule von Searchlight. Wow, Guacamole. Goldgecko. Da hinten war aber noch einer. Wow. Gut, den haben wir auch. Ja, hier drin ist... wir haben gehört, sie sind im Süden, aber ich hätte sie jetzt nicht im Gebäude erwartet. Vor allem ist das erstmal so ein Schock, wenn die auf einen zurennen und es halt so ein Riesenvieh ist. Weil Goldgeckos sind ja doch jetzt schon eine Nummer größer. Na super. Die können wir nicht hier lassen. Wir müssen die für die Nachwelt entsorgen. Aber keine Lust mehr, die zu sehen. Ich opfere quasi mein Inventar für die Nachwelt. Ich werde immer freundlicher. So, die sind leer. Also ich glaube nicht, dass hier nichts ist. Ich meine, hier war schon eine Kleinigkeit, aber nur so 0815 Zeug. Und das will ich nicht glauben. Nee, das heißt, wir gehen hier wieder raus. Hallo. Ja, das ist jetzt die Seite. Hier sind mir die Kadaver entgegengeflogen. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, da kann ich nicht rein. Oh Mann. Ja doch, hier sind, von hier kamen die Kadaver. Das heißt, wir gucken mal. Ja, hier drin befindet sich mal ganz klar nichts. Das ist ein Blender. Ich will unbedingt in die Feuerwehr rein. Echt, die macht mich verdammt neugierig. Wenn die schon abgeschlossen ist, dann ist doch irgendwas Geiles drin. Aber da muss man halt erstmal hinterkommen, was dahinter steckt. Zugemauert, zugemauert. Ah, das ist offen. Sieht aus wie ein Rathaus, finde ich. Oder eine Kläranlage. Polizeirevier, erfordert Schlüssel. Rathaus, Kläranlage. Erstmal, die liegen ja schon wahnsinnig nah aneinander. Aber dass es dann eine Polizeiwache ist... Das hat ein bisschen was Westernmäßiges, der Stadtaufbau hier. Oh, oh. Ja, hätte ich mir denken können. Es kann doch nicht sein, dass wir hier nichts finden. Bin ich zu doof? Hier ist ja eher ein K-Posten. Das heißt, hier muss auch irgendwas Tolles sein. Die waren bestimmt in der verdammten Feuerwehr, in die ich nicht reinkomme. Ich gehe mal ein bisschen um die Feuerwehr rum und gucke, ob ich dann Schlüssel finde oder so. Man weiß ja nie. Redex, Redaway. Ne, so, hier werde ich glaube ich nichts finden. Hier ist irgendwo eine Möglichkeit, wo etwas versteckt sein könnte. Und über die Garagen komme ich leider auch nicht herein.
Gibt es ja irgendwie Gullydeckel, in die man kann. Also eine Kanalisation würde ich jetzt als Alternative begrüßen, weil dann wird es wenigstens weitergehen hier. Wow, RDI, mach mal langsam. Nein, 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 nein. Das ist jetzt vor allem meine zweite Runde schon. Da waren wir gerade nach. Frust abbauen. Hier sind ganz viele Satellitenschüsseln. Aber die bringen mir auch nichts. Gut, das heißt, hier finde ich nichts. Das heißt, ich werde erstmal Richtung Flughafen jetzt gehen. Nachdem ich noch eine letzte Hoffnungsrunde gedreht habe. Denen geht es gut. Die haben das anscheinend geschafft. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Nein, Moment. Eins, zwei, drei. Ah, ich habe den ersten eben nicht mitgezählt. Guckt mich nicht so an. Meine Güte. Ich gucke jetzt nochmal, ob man da rein kann. Und wenn nicht, hatte ich statt erstmal Pech gehabt. Und das heißt, sie hat Pech gehabt. Das heißt, ich möchte erstmal Richtung Süden und habe keine Möglichkeit, per Schnellreise zum Flughafen zu kommen. Das heißt, wir werden wohl oder übel laufen müssen. Und nochmal eine Runde durch die Stadt drehen. Das ist doch schon mal gut. Na, ach nee, doch nicht. Ich habe gerade gedacht, noch eine Tür. Das ist nur ein Fenster. Ein kurzer Hoffnungsschimmer, der von mir selber wieder zertrümmert wurde. Waren wir hier auf der Seite schon? Jein. Schon, aber es bringt nichts.